Digital Business Podcast is the result of over 1,000 conversations with millionaires, multimillionaires, and billionaires. Your host, Matthias Walter Ezer, who runs his own private equity firm today, shares his business experience in investment banking, and private equity with exciting guests from all over the world. Ben, ganz herzlich willkommen im Digitale Prozess Power Podcast. Bei uns ist es 7 Uhr morgens. Ich schaue noch etwas verschlafen aus. Ich hoffe, du verzeihst es mir, aber ich freue mich umso mehr, dass wir es heute geschafft haben, endlich unser Interview zu vollziehen. Du sitzt in Thailand, glaube ich, in Koh Phangan, wenn ich richtig informiert bin. Und genau, richtig. Du bist einer derjenigen, die ich wirklich seit Tag 1 mitverfolge, seitdem sie zu damaligem Zeitpunkt mit YouTube begonnen haben, damals noch im Fitness-Space. Und über die Zeit ist extrem viel passiert, extrem viel. Und genau diese Reise möchte ich mit dir begleiten. Aber bevor wir dann quasi diese Reise wirklich so als deinen unternehmerischen Werdegang abskizzieren, würde ich gerne nochmal in deine Ursprünge zurückgehen. Wer bist du überhaupt? Was machst du heute? Und dann machen wir quasi den Schwenk zurück, wo du eigentlich herkommst und warum alles gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Super, Matthias, danke für die Einladung. Ja, wer bin ich? Ich bin Ben Sattinger, ich bin 33 Jahre alt. Ich lebe auf Koh Phangan und in Zypern und auf einem Katamaran. Ich habe mehrere Homebases mir in den letzten Jahren aufgebaut. Ich bin seit einigen Jahren schon aus Deutschland ausgewandert, da ich, ja, du hast es angesprochen, in der YouTube-Zeit, und das ist schon 10, 11 Jahre her, schon angefangen habe, auf Dauerweltreise zu gehen. Ich war irgendwann mehr im Ausland als in Deutschland, weil ich auch gemerkt habe, dass meine YouTube-Videos, die eigentlich aus dem Fitnessbereich gekommen sind, aber ich meine, man verändert sich ja auch, man will sich auch weiterentwickeln. Ich war dann nicht mehr der stumpfe Fitness-YouTuber, weil wie oft soll ich noch Bankdrücken und so weiter erklären? Irgendwann ist das schon. Ich habe über 1000 Videos veröffentlicht. Irgendwann hast du alles erzählt, was du über Training und Ernährung wissen musst. Und dann habe ich so ein bisschen meinen Reiselifestyle mit in die Videos integriert, und das ist besser angekommen, ja? Weil einfach Videos, wo ich alleine Videos, die ich im Fitnessstudio in Thailand aufgenommen habe, sind besser angekommen als Videos Fitnessstudio in Berlin, weil es einfach Thailand ist, weil es einfach irgendwas anderes ist. Und so habe ich dann auch so ein bisschen mich als YouTuber weiterentwickelt, bin dann vom Fitness mehr ins Vlogging, ins Lifestyle, Reise, Unternehmertum abgetaucht, habe da so ein bisschen den Content mitgenommen. Bis ich dann aber letztendlich ganz aufgehört habe, Vollzeit oder Vollblutunternehmer geworden bin und das immer noch bin. Ich habe die Online-Trainer-Lizenz, OTL Online-Trainer GmbH, vor 7 Jahren gegründet. Das ist die größte Fitnessakademie in Deutschland. Das ist ganz spannend, und ich glaube, gerade in diesem Bereich, da werden wir jetzt einiges drüber sprechen. So ist es. Jetzt weiß ich aus meinen kleinen Recherchen zu unserem heutigen Interview, dass du ja ursprünglich eigentlich Offizier warst. Also du warst bei der Bundeswehr. Und Wie kam auch dieser mentale Shift? Weil ich glaube, Bundeswehrler sind für sich nochmal so ein ganz besonderer Schlagmensch. Die lieben das oder die hassen das. Also entweder sie müssen oder sie wollen unbedingt. Wie war es bei dir und warum hast du dann irgendwie so versucht, für dich einen Weg rauszufinden über vielleicht auch die YouTube-Schiene? Oder war das überhaupt der Plan, da rauszugehen? Also ich bin Offizier in der Luftwaffe gewesen, weil ich ursprünglich eigentlich Kampfjetpilot werden wollte. Auch ganz passend gerade der Top Gun-Film im Kino. Ich weiß nicht, hast du ihn schon gesehen? Nee, aber ich habe gesehen, dass er gerade läuft. Unbedingt anschauen, der ist wirklich richtig gut. Also das ist auch wenn man nicht dazu auf Action-Kampfjet-Soldaten oder sowas steht, das ist einfach ein richtig geiler Hollywood-Blockbuster mal wieder geworden. Okay, geil. Aber so ein bisschen habe ich mir das damals vorgestellt. Ja, ich will Kampfjet, ich habe damals auch Top Gun gesehen, ich will Kampfjet-Pilot werden. Bin dann zur Bundeswehr, habe mich bei der Luftwaffe als Offizier beworben, um als Kampfjet ausgebildet zu werden. Dort bin ich allerdings, es gibt 4 Phasen, um als Kampfjet dann qualifiziert zu werden. Da wird extrem ausgesiebt, also wirklich nur die Besten der Besten kommen da durch. Und ich bin dann in Phase 2, bin ich dann noch, oder Phase 3. Weiß ich gar nicht mehr. Das war vor dem G-Kräfte-Simulator. Also den habe ich nicht mehr bekommen. Aber davor, ich bin schon im Simulator gesessen, hier wirklich mit, also komplett Kampfjet und Bildschirm um dich herum, und du musstest verschiedene Übungen fliegen, und das war einfach, da war ich komplett überfordert. Und dann habe ich war aber schon dann
Das ist quasi, du gehst zur Bundeswehr, du musst Offizierslaufbahn machen. Ich war auf der Offiziersschule in Fürstenfeldbruck, die geht 12 Monate. Und in dieser Zeit hatte ich dann diese Kampfchat-Phasen, da bin ich durchgefallen, habe dann gesagt, gut, ich bleibe jetzt bei der Bundeswehr. Offizierslaufbahn ist durchaus auch ohne Kampfchat-Erfahrung interessant. Ich hatte nur eine mittlere Reife und kein Abitur, habe aber mit der Laufbahn des Offiziers doch quasi noch die Möglichkeit gehabt, nach 12, 13 Jahren, du musst 13 Jahre, was glaube ich bei mir, verpflichtest du dich, bei der Bundeswehr zu bleiben und danach kannst du als Berufssoldat übernommen werden oder dein Zeitsoldatstatus endet und du gehst raus in den zivilen Markt. Und wenn du dann 13 Jahre lang Offizier bei der Bundeswehr warst, dann interessiert es keinen mehr, ob du am Anfang mal studiert hast oder nicht, weil dann kannst du direkt oben in irgendwelchen Management-Ebenen in großen Firmen einsteigen. Und das war so ein bisschen grob mein Plan. Ja, ich bin dann eben Offizier geworden nach der Offiziersschule. Offizier ohne Studium, das ist auch noch eine Besonderheit, weil ich eben kein Abitur hatte, durfte ich auch nicht studieren. Normalerweise studieren, also ich würde sagen, 95% der Offiziere studieren 3 bis 5 Jahre auf der Bundeswehruniversität in München oder in Hamburg. Und so 5%, die eben keine Studieneignung haben, die werden ja als Offizier in der Truppe werden die groß. Und so habe ich das gemacht. Ich bin dann nach Berlin versetzt worden. Dort bin ich dann auch von München nach Berlin gezogen. Dort bin ich dann auch geblieben. Ich habe dann die Bundeswehrreform auch miterlebt, quasi die Einstampfung der Wehrpflicht. Und ich war damals Ausbilder. Also ich war in einem Luftwaffenausbildungsregiment, weil der als Gruppenführer, Zugführer, dann stellvertretender Kompaniechef. Und wir haben quasi die ganzen Grundwehrdienstler in den ersten 3 Monaten ausgebildet. Das heißt, alle 3 Monate sind irgendwie neu gekommen. Und das ist halt damals weggefallen. Dadurch sind viele Standorte zugemacht worden. Und da hat sich für mich dann so ein bisschen eine Möglichkeit aufgetan, hey, vielleicht könnte ich ja irgendwo anders was anderes machen. Vielleicht gehe ich wieder raus aus der Bundeswehr. Und habe damals aber auch schon, weil ich war auch für die Sport- und Fitnessausbildung der Soldaten zuständig. Das hat mich sehr interessiert, habe mich damals als Fitnesstrainer und Personal Trainer noch ausbilden lassen, habe währenddessen nebenbei noch als Personal Trainer gearbeitet und habe mein erstes Wissen aus YouTube-Videos mir angeeignet. Von den ersten Fitness-YouTubern damals, Karl S., noch mit Haaren tatsächlich, Julian Zietlow, Görki, und Flavio Simonetti, ich glaube, das waren so die ersten 4 YouTuber tatsächlich. Das sind die Und dann, Urgesteine, ja, ja. genau richtig. Und Misha hat, glaube ich, damals auch schon so ein bisschen angefangen. Und ich habe Misha hat kurz vor mir angefangen und den habe ich über Erlong Gabay dann kennengelernt. Ja, und dann habe ich gedacht, ey, was die da machen, das kann ich eigentlich auch. Eigentlich eine coole Idee. Na, dann habe ich erstmal so eine Fitness-Fanpage auf Facebook eröffnet. Das war, kurz, dass wir das so ein bisschen datieren können, das war 2012. Okay, Ja, es müsste 2012 2012. gewesen sein, also vor 10 Jahren, genau. Ja. Und dann kurz danach habe ich mit YouTube-Videos angefangen. Das war dann auch schon 2012, Ende 2012. Und das ist dann relativ schnell, ist das ziemlich schnell gewachsen, weil ich da eben zu einer der ersten, also gab noch keine 10 Fitness-YouTuber in Deutschland und sowas wie Influencer und sowas gab es damals auch noch gar nicht. Ja. Und ich bin relativ schnell bekannt geworden, so dass ich ja als Influencer teilweise schon mehr Geld verdient habe als Offizier. Und das war dann für mich so, okay, perfekt. Das ist so parallel gelaufen. So diese ganze Umstrukturierung der Bundeswehr und dann meine Selbstständigkeit. Und dann gesagt, hey, pass auf, ich würde hier gerne raus, ich habe hier was. Und so einfach kommt man auch nicht raus, aber ich habe es dann trotzdem geschafft. Und ja, bin dann, ich glaube, 2014 komplett ausgestiegen und bin dann Vollzeit-Fitness-YouTuber geworden. Oder in die 2013 muss es gewesen sein. Ja, und das hat sich dann ganz gut entwickelt. Extrem gut hat sich das Ganze entwickelt, weil ich weiß dann irgendwie nur noch so in meinem Kopf sind ein paar Eindrücke verblieben über die lange Zeit hinweg. Ich weiß nur noch am Anfang deine Erklärvideos zu Sport, Ernährung. Und irgendwann kam dieses sagenumwogene Video zu deinem Maserati. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist viel in der Zwischenzeit passiert. Das waren so die letzten Eindrücke, die in meinem Kopf verblieben sind. Und dann habe ich aber auch festgestellt, dass du mehr, und das ist ja bei vielen passiert, also du hast ja Namen genannt, bei Karl S., beim Mischa vielleicht ein bisschen weniger, aber beim Patrick Reiser auf jeden Fall, beim Julian Zietlow auch, dass immer mehr in die Business-Richtung gegangen ist, weil die Leute, und ich glaube auch irgendwo aus der Not heraus, du kannst mir gerne widersprechen, wenn es dann falsch ist, irgendwo festgestellt haben, dass aus diesem Hobbyprojekt YouTube
ein wirkliches Unternehmen geworden ist und mit einem Unternehmen auch Verantwortungen einhergehen. Und die müssen sie natürlich auch irgendwo challengen. Also sie müssen diesen Verantwortungen gerecht werden. Und ich glaube, der Ansatz des, wie du es ja selber beschrieben hast, Vloggens, irgendwo dein Lifestyle teilen, das war trivial, weil es war dein Lifestyle. Du musstest einfach mit Genau. diesen Dingen dann auch umgehen. Genau. Ja, es war wirklich so, du, man lacht so ein bisschen, wenn man sagt, so, ja, du warst dann Fulltime-YouTuber, Influencer, aber es war wirklich ein Fulltime-Job. Ne? Wenn du alleine dir vorstellen musst, du bist eine Person und du musst natürlich, gut, damals war auch zum Beispiel Facebook noch viel, ich glaube, heutzutage macht keiner mehr auf, also als Influencer auf Facebook. Damals war Facebook schon noch eine große Plattform. Das heißt, du musstest Content auf Facebook täglich veröffentlichen, du musstest Content auf YouTube und ich habe mindestens, ich glaube, ich habe auch täglich teilweise Videos veröffentlicht. Irgendwann bin ich dann auf alle 2 Tage. Ich habe das dann so ein bisschen aufgelockert. Irgendwann war es dann alle 2 Tage, dann alle 3 Tage. Aber ich glaube, so alle 2 bis 3 Tage diesen Rhythmus habe ich beibehalten. Dann ist Instagram plötzlich neu dazugekommen. Das musst du dann plötzlich auch bedienen. Dann hattest du noch eine Facebook-Gruppe. Dann hatte ich, als Influencer hast du quasi dann auch, ja, wie verdient man Geld? Na, du baust erst natürlich eine Reichweite auf, na, kostenlos Reichweite, damit du dementsprechend Traffic bekommst. Da musst du das Ganze irgendwie monetarisieren. Ja, du bekommst ein bisschen Einnahmen von YouTube über die Werbung, aber das ist jetzt, also ich würde sagen, ich glaube, in Höchstzeiten waren das vielleicht mal 2.000 € im Monat. Ist schon nicht verkehrt, aber das ist auch wirklich in Höchstzeiten, wo ich durchaus schon deutlich mehr verdient habe mit allen anderen Sachen. Also ganz große YouTuber, also es ist wirklich Gaming-YouTuber oder so richtige, jetzt die größten YouTuber, die verdienen da gute 5.000 bis 10.000 € im Monat nur über AdSense, über YouTube und Google Werbung. Aber eigentlich ist das jetzt nur, ja, das ist nice to have. Hauptsächlich versucht man seinen Traffic mit eigenen Produkten, mit Coachings, mit Affiliates, mit Werbung, mit Sponsorings. Sowas in die Richtung zu erwerben. Und das war bei mir genauso. Na, dann habe ich mein eigenes Produkt rausgebracht. Das war ein Online-Fitness-Programm. Ich habe Fitness-Coachings gemacht. Ich habe als Personal-Trainer noch gearbeitet. Da sind dann Zuschauer nach Berlin gekommen, mit mir zu trainieren. Das war auch immer ganz cool. Ich habe dann Werbung gemacht. Ich hatte Sponsorings. Und das war 7 Tage die Woche von morgens bis abends. Fulltime-Job. Du musst ja dann auch die Nachrichten beantworten, die Kommentare beantworten und du hast locker 20 bis 50 Nachrichten am Tag bekommen, die du ja auch irgendwie beantworten möchtest, weil du deinen Zuschauern ja auch irgendwie so ein bisschen ja die Beziehung da pflegen möchtest. Also es war schon echt krass. Es hat sich natürlich auch alles bezahlt gemacht. Also ich glaube, ich habe damals dann schon so irgendwie 10.000 € im Monat verdient und davon konnte man schon ganz kurz leben. Und ich bin dann herumgereist und es war dann wirklich richtiger Lifestyle, wie du schon gesagt hast. Ich habe aber dann meinen ersten Mitarbeiter auch schon eingestellt. Den habe ich tatsächlich immer noch. Der ist auch jetzt bei Geil. Hotel fast angestellt. Das dürfte 2013 auch schon gewesen sein, oder 2014, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Eben, und dann habe ich erstmal gemerkt, okay, pass auf, wenn du Mitarbeiter einstellst, die dich dann unterstützen, einer, der plötzlich auch nochmal 8 Stunden, gewisse 8 Stunden Arbeitszeit pro Tag dazu, dann kannst du dich wieder anderen Dingen widmen und da kannst du wieder dich mehr auf Wachstum und neuen Sachen auch konzentrieren. Und das war eigentlich so dann, ja, so dieser Moment, wo ich erkannt habe, okay, das ist also der Schritt von Selbstständigkeit, von Freelancer, wenn man zum Beispiel Rich Dad Poor Dad gelesen hat, ja, vom zweiten Quadranten ins dritte Quadrant, ins Unternehmertum. Und das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen und da habe ich das große Potenzial gesehen und habe mich eben dann aufs Unternehmertum mehr konzentriert und habe auch noch 1, 2, 3 andere Unternehmungen gegründet. Das waren alles Projekte, wo ich mich versucht habe, aber was tatsächlich auch gescheitert ist, es ist letztendlich. Jetzt scheitert nicht mehr so viel, aber damals ist deutlich mehr gescheitert, als es funktioniert hat. Und davon redet man eigentlich nie so. Man erzählt ja nur diese Sachen, die man geschafft hat, weil das natürlich auch am spannendsten ist und am interessantesten. Aber eins meiner dann doch sehr erfolgreichen Unternehmungen war dann Ende 2014 die Online-Trainer-Lizenz. Und das ist quasi auch mein Hauptbaby bis heute. Da habe ich mittlerweile 60 festangestellte Mitarbeiter. Das Unternehmen ist komplett remote aufgebaut. Also wir haben von Anfang an kein Büro gehabt. Na, jeder sitzt bei sich im Homeoffice oder reist herum, so wie ich. Das war für mich natürlich, ich habe das Ganze mit einem sehr guten Freund gegründet, mit Sven. Das war der einzige in meiner Clique,
einen Freundeskreis, der auch selbstständig war und der mich auch da in der Selbstständigkeit als YouTuber am Anfang schon unterstützt hat. Und er hat genau die Skills mitgebracht, die mir gefehlt haben, und ich habe die mitgebracht, die ihm gefehlt haben. Und so war das eigentlich perfekt. Wir haben uns super ergänzt. Und ja, so haben wir das Ganze dann von der kleinen UG mit, was haben wir da? Ich glaube, mit 250 € oder 500 € Eigenkapital, um die UG zu gründen, ja, zu einem millionenschweren Unternehmen gemacht. Krasse Reise und vor allem in dem Bereich, weil du bist eigentlich deinem Thema dann doch letztlich treu geblieben mit deiner Ja. Weiterbildung zum Fitnesstrainer, dann die Personal Trainings, dein erstes Programm und heute bist du quasi an den Ursprung deiner Fitnesskarriere zurückgegangen. Du hast nur die Seiten gewechselt. Genau, Du bist jetzt und nicht das mehr der. ist genau, und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Grundstein des Erfolgs, dass ich damals habe ich mich zum Fitnesstrainer ausbilden lassen. Fitnesstrainer, ich habe die Fitnesstrainer B-Lizenz gemacht und dann die A-Lizenz, das ist die aufbauende Ausbildung darauf, und die Ernährungsberater-Lizenz, weil du musst als Fitnesstrainer auch ein bisschen Ernährungskenntnis haben. Die Personal Trainer Lizenz, also diese vier Lizenzen. Und ich hatte damals, ich war da noch bei der Bundeswehr, Vollzeit, und ich hatte damals schon das Problem, okay, erstens muss ich mir dafür frei nehmen. Also ich habe dann 4 Wochen Urlaub genommen, um mich, ich habe dann jede Woche eine Lizenz gemacht, um mich Vollzeit in Berlin in eine Akademie reinzusetzen und dort zu lernen. Und ich bin jeden Tag morgens aufgestanden, bin 1,5 Stunden mit der Bahn, weil ich habe ganz im Osten gewohnt und das war ganz im Westen, in die Akademie gefahren, bin dann den ganzen Tag so im Klassenraum gesessen. Das war im Sommer, weiß ich noch, es war richtig heiß, unangenehm, nervig, und hatte dieses Problem in Anführungszeichen, ja, ich musste Urlaub nehmen, ich musste mir Zeit dafür nehmen, ich bin da hingefahren, ich musste mich da reinsetzen und musste das alles machen. Und ich habe damals schon, und das weiß ich, kann mich noch erinnern, nach Alternativen gesucht, und das gab es halt nicht. So, und ich musste es dann machen, ich habe es dann halt gemacht. Die Bundeswehr hat mir das, die Kosten auch übernommen, das war auf jeden Fall eine gute Unterstützung. Und das war quasi mein eigener Need. Also ich war damals mein perfekter Kunde. Also ich hätte liebend gern auch deutlich mehr Geld ausgegeben, wenn ich das Ganze online hätte machen können oder remote oder vielleicht nur ein, zweimal irgendwo hin ins Fitnessstudio, um die Praxis und die Präsenz zu machen. Aber der, und das meiste, und man denkt immer so, ja, Fitnesstrainer online, ja, du machst 90, 95% davon ist theoretisches Wissen. Du musst dir erstmal theoretisches Wissen aneignen, um dann im Fitnessstudio das Ganze in die Praxis umzusetzen und dann also Übungen ausführen und zeigen und erklären, ist, das macht 5 bis 10% des Wissens aus, was ein Fitnesstrainer oder ein Personal Trainer hat. Ja, und ich war damals mein bester Kunde, nur wusste ich halt nicht, wie man das macht. Und dann halt ein paar Jahre später, ich hatte das Fitnessprogramm. Wie hieß es nochmal? Jetzt habe ich schon ganz vergessen, wie es hieß. Mr. Adonis, genau, das Adonis-Programm. So, weil ich war auch als Bodybuilder tätig, habe mehrere Wettkämpfe auch gewonnen und bin dann der Mr. Adonis in meiner Klasse geworden. Auch 2014 war das. 2014 war ein richtig krasses Jahr, da habe ich so viel gemacht. Klingt so, ja. Kannst du dich an die Videos mit Misha, Karl, Tim, Ralf und Patrick in Los Angeles erinnern? Ja, Hast du das vielleicht mal klar. gesehen? Ja, auf jeden Das war Fall. 2014, das war dieses absolut verrückte Jahr. Das war so krass. Durch diese Videos in Los Angeles, mit denen bin ich so richtig bekannt geworden. Dann, davor ja, kein kleiner YouTuber, sondern sagen wir mal, mittlerer YouTuber. Und Karl und Misha waren damals die großen YouTuber. Und dann bin ich mit denen zusammen nach Los Angeles für ProSieben gereist. Und da waren wir dann 2 Wochen in einer Villa zusammen. Und dann bin ich täglich, jeder hat Videos produziert. Und ich war dann derjenige, der Videos produziert hat, am Abend in der Nacht noch da gesessen bin, alles geschnitten habe, am nächsten Tag hochgeladen hat. Und die anderen waren immer so bis zu einer Woche verspätet. Das heißt, alle ihre Zuschauer haben dann irgendwann gemerkt, hey, bei Ben, da sehe ich meine YouTuber, weil ich habe die immer alle in meine Videos mit eingebaut. Am Da sehe ich aktuellsten, meine, ja. ja genau richtig, da sehe ich sie am aktuellsten. Und dann habe ich die ganz, also ich bin, also meine Followerschaft und meine Einschaltquote hat sich verdoppelt bis zu verdreifacht in diesen 2 Wochen, was für mich Krass. natürlich mega krasser Boost war. Ja, und danach habe ich dann auch zu den großen YouTubern gehört. Ja, aber Und du dann hast habe ich einfach das nur smart Adonis-Programm gemacht. gemacht. Ja, dann habe ich das Adonis-Programm gemacht und das war quasi ein Fitnessprogramm online, weil es war so, das war so, dass damals jeder Fitness-YouTuber, ja, bringt so ein bisschen seine eigenen Produkte raus und dann bringst du dein eigenes Fitnessprogramm raus. Ja, das hat jeder gemacht. Ja. Karl S. mit seinem 360-Grad-Paket, Misha mit seinem Lean-Bike-System, Tim hat auch ein Programm rausgebracht, weiß ich gar nicht, wie das heißt. Und es gab noch ein paar andere. Julian Ziedler natürlich mit
dem 10-Wochen-Programm. Ich glaube, er war ursprünglich der Erste, der sowas rausgebracht hat. Und ich kannte ja auch dann so von Karl und von Mischa, was sie damit verdient haben. Ich dachte, Alter, krass, das muss ich unbedingt machen. Das ist so das Ende meiner Karriereleiter, das Highlight. Und dann habe ich das gemacht. Und mein Programm war das Beste. Also, wobei das Lean Bike System von Mischa ist auch wirklich sehr gut. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Es war also dieses Jahr 2018, das war Los Angeles, das waren meine Deutschland bin ich Meister geworden, dann bin ich Europameister geworden, dann bin ich Weltmeister geworden in meiner Klasse in dem Verband. Krass, Habe dann krass. diese Weltmeisterschaft Mr. Adonis komplett gefilmt und dazu genommen, genutzt, um mein Adonis-Programm zu bauen. Habe dann OTL auch noch gegründet Ende des Jahres, weil ich eben mit dem Online-Programm nicht so erfolgreich geworden bin. Ich habe es gelauncht, dachte, ja, jetzt kommen die Mios. Aber ich habe dann letztendlich vielleicht, war nicht schlecht, aber letztendlich habe ich vielleicht 50.000 Euro verdient. Und ich habe eigentlich Ach eher mit einer nur, halben okay. Million gerechnet. Weil das waren so, das, wie gesagt, die anderen, die ich da angesprochen habe, Ja. kann ich das sagen können. Ja, also, jetzt habe ich es gesagt. Die haben so eine halbe Million, bis zu einer Million tatsächlich verdient. Über einen längeren Zeitraum. Ja, und da war ich so ein bisschen, Mann, scheiße, ich habe so Gas gegeben und natürlich, der Markt ist irgendwann übersättigt. Wie viele Fitnessprogramme willst du noch verkaufen? Jeder hat sein eigenes Fitnessprogramm draußen. Ich war halt dann der Zehnte, der das rausgebracht hat. Aber die Idee, dass du quasi ein Online-Produkt, ein Online-Kurs, ein Videoprogramm produzierst, einmal produzierst, dann online bringst und das dann nur vermarkten musst und dann keine Produktlagerkosten oder sonst was hast. Andere haben ja dann Supplements rausgebracht oder andere Produkte. Ich wollte immer irgendwas komplett Digitales haben, weil dann bin ich ortsunabhängig, dann kann ich herumreisen, dann bin ich sehr flexibel. Also die Idee fand ich schon richtig gut. Und der ausbleibende Erfolg mit dem Fitnessprogramm hat mich dann dazu gebracht, das Ganze quasi noch etwas professioneller zu machen. Und habe gesagt, hey, pass auf, das Problem, was ich damals vor ein paar Jahren hatte, mich als Fitnesstrainer auszubilden, das kann man ja eigentlich jetzt perfekt machen. Komm. Ich habe dann die erste Online-Fitnessakademie in Deutschland gegründet. Direkt auch TÜV zertifizieren lassen. Das war für den TÜV auch ganz neu, weil ich habe mir angeschaut, okay, alle anderen Fitnessakademien da draußen, was haben die für Qualitätsstandards, was haben die für Zertifikate, Zertifizierungen, was muss man einhalten, um in Deutschland zum Beispiel auch einen Fernunterricht rauszubringen. Und dann habe ich das alles gemacht und es gibt zwei große Zertifizierer, einmal der TÜV, der zertifiziert dein Unternehmen, dass es quasi ein echter privater Bildungsträger ist, ne, dass es quasi die nötigen Qualitätsschritte dafür einhält. Und dann gibt es die ZFU in Deutschland, das ist die zentrale Stelle für Fernunterricht. Dort musst du, wenn du einen Fernlehrgang, das ist, wenn du einen Fernlehrgang rausbringst und der auf eine berufliche Qualifizierung vorbereitet, fällt er unter das Fernunterrichtsschutzgesetz, der in Deutschland hast du ja für alles irgendwelche Paragraphen und Gesetze. Und dann du darfst es nicht verkaufen, wenn es nicht von der ZFU zertifiziert wurde. Und dann habe ich das auch, meine Kurse quasi auch nochmal von der ZFU zertifizieren lassen. Und für beide war das komplett Neuland, eine Online-Akademie. So, wo sind denn die Büroräume? Wo sind die Lehrräume? Wo sind die Dozenten? Können wir mal die Unterrichtsräume anschauen? Haltet ihr die ganzen Qualitätsstandards ein, die man für Unterrichtsräume haben muss? Sind dort die ganzen Feuerschutzrichteinrichtungen und so weiter? Also sowas, so mit solchen Sachen mussten wir uns dann ja, beschäftigen. Und auch die ZTU, wie kann man denn online das Ganze machen und so weiter? Und ja, das haben wir dann irgendwie hinbekommen und waren dann lange Zeit, also mehrere Jahre, auch die einzigen in dem Bereich, bis das natürlich dann auch irgendwann, ich meine, wenn du dann erfolgreich wirst, dann bekommen das andere mit und dann machen sie das Ganze nach. Und bis dann, ich glaube, mittlerweile hat jede Fitnessakademie da draußen in Deutschland auch irgendwelche Online-Kurse. Wir sind aber die Ersten, die Größten, die Bekanntesten. Wir haben auch den perfekten Namen dazu, Online-Trainer-Lizenz. Lizenz, ja. So, besser geht's gar nicht. Ja, und so ist alles entstanden. Was war eigentlich die ursprüngliche Frage? Ich bin, glaube ich, ein bisschen von deiner Frage abgewichen. Alles gut. Die ursprüngliche Frage zielte darauf ab, wie dieser ganze Sway passiert ist, weil du ja sagtest, du hast, oder ich habe ja dann quasi festgestellt, dass du einfach nur einen Seitenwechsel betrieben hast, aber zu deinem Ursprung nochmal zurück. Richtig. Und dann ging Genau. alles weiter mit OTL. Und das Krasse ist, wie du das jetzt auf den Punkt gebracht hast, nämlich mit der veränderten Bildungslandschaft, ganz gleich in welchem Bereich. Weil wenn ich mir anschaue, wie funktioniert denn Bildung wirklich effektiv und effizient. Du hast aus deiner eigenen Erfahrung gesprochen, wie du da von Ostberlin nach Westberlin gefahren bist, irgendwie 1,5 Stunden hin und her und weiß der Teufel alles was. Das ist eine Komponente, dass man sich Zeit spart. Aber ich glaube, für ganz viele ist es einfach auch total suboptimal, in einem Klassenraum zu lernen mit anderen.
Und da zähle ich mich zum Beispiel mit dazu. Ich mache aktuell mein MBA, Master of Business Administration, aber ich könnte den nicht in einem klassischen Klassenzimmer machen, weil ich so ein, ich weiß nicht, was das richtige Attribut dafür ist, aber so super nerdy bin, dass ich mich da alleine in dem Raum hinsetze. Wir sind auch hier in dem Büro hier, wir haben 100 Quadratmeter, wir sind nur zwei Personen, weil ich kann nicht mit so vielen Menschen in einem Raum sein, weil ich verliere einfach meinen Fokus dann. I don't know why, aber es ist so. Und ich bin so dankbar, dass es diese Angebote gibt. Und gleichzeitig hast du ja in unserem Vorgespräch auch selber festgestellt, dass dieses Thema Corona, das ist ein großer Zeitsprung von 2014 auf 2020 dann, aber nichtsdestotrotz, dass das ja euer Business extrem befeuert hat. Und ich glaube, ihr wart dann einfach so vom Timing, von der Vorbereitung her, seid ihr diesem Motto unterlegen, Success is when preparation meets opportunity. Und ihr wart einfach super vorbereitet, ihr habt sehr viele Dinge zu einem Zeitpunkt getan, wo es total unüblich war, um dann fertig zu sein, wenn es dann vermeintlicherweise üblich ist oder wenn die Leute wirklich aktiv danach suchen. Genau, So. richtig. Und jetzt sind wir ja ein Business-Podcast und mich interessieren natürlich Zahlen immer mega. Ich weiß nicht, inwiefern du bereit bist, über Zahlen zu sprechen. Du kannst auch einfach ganz ehrlich sagen, so, hey, darüber will ich nicht reden. Aber wenn du sagst, du hast OTL relativ früh gegründet und dann hast du erstmal Umsatz gemacht, aber du musstest ja auch Geld wieder in Zertifizierungen investieren und Co., was ja alles ziemlich kostspielig ist. Also diese ganzen Zertifizierungen sind zumeist relativ teuer, aufwendig und dauern einfach. Wie hat sich der Umsatz so von OTL über die Zeit hinweg entwickelt? Gab es da irgendwie dann vielleicht auch mit Covid so einen Hockeystick-Moment und davor war es linear oder wie würdest du das beschreiben, wenn du magst? Also das Schöne war, ich habe vorher gesagt, UG mit 250, 500 € oder sowas. Ja. Und wir waren von Anfang an positiv. Und zwar haben wir, ich habe mal vielleicht ein Darlehen über 10.000 € reingegeben für die erste Videoproduktion, auch mit Freunden und bei ihm zu Hause mit einem Greenscreen aufgehangen und alles relativ billig und günstig produziert, um erstmal zu schauen, kommt das Ganze an. Und dann haben wir Sven hat das auch selber alles designt also er hat so die ganzen Design und Mediengrafiker und Homepage aufbauen und so weiter mitgebracht und ich habe eher das Online-Marketing und Fitness und Unternehmertum so mit reingebracht und wir haben es relativ günstig produziert und der Vorteil war, wir mussten am Anfang keinen einzigen Euro ausgeben für Marketing, weil ich ja schon meine eigene Reichweite mitgebracht habe. Das heißt, ich habe dann meine ganze Reichweite dazu genutzt, um die Akademie zu bewerben. Und so haben wir die ersten Kunden bekommen, so haben wir das erste Geld verdient und das erste Geld haben wir wieder reinvestiert in die. Wir haben auch am Anfang noch ohne TÜV-Zertifizierung und ohne ZFU, glaube ich, verkauft. Und ich glaube, die ZFU hatten wir schon, TÜV noch nicht, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber das haben wir alles dann finanziert mit dem Geld, was wieder reingekommen ist. Und wir sind eigentlich komplett linear gewachsen, schön. Ich glaube, im ersten, mal schauen, ob ich das noch zusammenbekomme, im ersten Halbjahr hatten wir vielleicht. Im ersten, nicht Halbjahr, im ersten Geschäftsjahr hatten wir, ich glaube, so um die 150.000 € Umsatz. Im Oh, schon zweiten gut. waren es dann irgendwas 300, im vierten, glaube ich, 700. Nee, im dritten 700, im vierten waren es dann über 1 Million. Und dann waren wir bei 2, irgendwas und dann waren wir bei 3, irgendwas. Und das war 2019. Genau, 2019 waren wir bei 3 Millionen, 3, irgendwas Millionen. Und dann kam Covid. So, und wie du vorher schon gesagt hast, wir erstens mal Homeoffice. Ey, das machen wir seit Jahren. So, also wir haben null Einbruch gehabt, plötzlich wir hatten Corona und ich glaube im März, Corona war das, was war das so, im Januar, Februar ist, glaube ich, so irgendwann losgegangen. Genau, ja. Ich glaube, Januar, Februar, da hatten wir auch noch eine Hotelreise hier in Thailand tatsächlich. Da haben wir so ein bisschen das Ganze noch verfolgt, weil wir dann in Thailand waren, so im asiatischen Bereich, wo wir sagen, okay, da müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen. Und im März haben wir dann relativ spontan auf die ganzen neuen Umstände, genau, im März war dann Lockdown und, ach genau, das war super. In Deutschland, Lockdown. Voller Lockdown, plötzlich Schulen geschlossen. Restaurants geschlossen, Einkaufsmöglichkeiten geschlossen, Kinos, alles. Du konntest nichts mehr machen. Du bist plötzlich, also einerseits die ganzen Mitarbeiter sind zu Hause gewesen, weil sie nichts mehr zur Arbeit hatten, und einerseits die anderen Menschen sind zu Hause geblieben, weil sie nirgendwo hingehen konnten. Und weil das Wetter auch noch nicht so gut war. Das heißt, das war perfekt für uns. Lockdown, alle Menschen sitzen zu Hause. Was machen sie? Sie sind online, sie sind in Social Media, ihnen ist langweilig. Das heißt, wir erreichen sie über Online-Marketing, das war unsere Stärke natürlich schon immer. Dann zweitens,
Die ganzen großen Unternehmen haben ihre Werbebudgets erstmal gecuttet, ja, weil es bringt ja jetzt nichts für Nike oder für Adidas, jetzt gerade so im Fitnessbereich, noch große Werbekampagnen fahren, wenn alle ihre Geschäfte zu sind und keiner mehr dort reingehen kann und die müssen erstmal alles umbauen und so weiter auf Online. Und das heißt, die haben alle ihre Marketingbudgets gecuttet und wenn alle ihre Marketingbudgets rausziehen, was passiert dann? Dann wird Marketing einfach wieder günstiger und die Leadpreise sind extrem günstig für uns gewesen. Und wir haben das erkannt und haben dann natürlich im Marketing extrem aufgedreht und haben richtig viel Geld ausgegeben. Wir haben teilweise fünfmal mehr Geld ausgegeben. Und Was? also wir haben teilweise fünfmal mehr Geld ausgegeben und die Preise sind fünfmal weniger teuer gewesen. Also es war richtig krass. Und da haben wir richtig aufgedreht, da haben wir richtig Gas gegeben. Und das war wirklich perfekt für uns. Und wir haben, wie gesagt, 2019 3 Millionen Euro Umsatz und keine Ahnung, eine halbe Million Gewinn oder so. Und 2020 dann 6, irgendwas Millionen Euro Umsatz und 1,7 Millionen Euro Gewinn. Also Also einfach richtig, richtig verdoppelt. krass. Der Umsatz hat sich verdoppelt und unsere Gewinn hat sich verdreifacht bis vervierfacht. Ich glaube, verdreifacht war es damals. So war es ungefähr, ja. Und wir haben wirklich schon alles reinvestiert, wo wir reinvestieren konnten. Und trotzdem ist noch so viel Geld übrig geblieben. Das war richtig krass. Also in der Corona-Krise haben wir zu den absoluten Gewinnern gehört. Natürlich, wir haben halt sehr genau hingeschaut. Wir haben geschaut, okay, wie könnte sich das auf uns ausüben? Wo sehen wir, jede Krise birgt auch irgendeine Chance? Wo sehen wir unsere Chancen? Natürlich haben wir auch Glück gehabt, ja, dass wir halt einfach schon Homeoffice hatten, dass wir halt natürlich so ein Business Case haben, was man dann auch schön skalieren konnte, online und so weiter. Aber wir haben natürlich auch jede Chance, die uns da geboten hat, ist genutzt und sind da voll Gas reingegangen. Jetzt im Moment, die aktuelle Krise, können wir auch drüber sprechen. Da gehören wir leider nicht mehr zu den Gewinnern. Lass uns das mal kurz noch unterbrechen, weil mich würde eine ganz wichtige Sache interessieren. Du hast was ganz Spannendes gesagt, nämlich du hast deinen Umsatz verdoppelt, aber deinen Gewinn fast verdreifacht. Und du hast davor gesagt, dass deine Marketingkosten, also deine Kosten per Lead, massiv runtergegangen sind. Das heißt ja implizit, dass ein wesentlicher Kostenblock in eurer kompletten Kostenstruktur doch schon das Marketing ist. Also ihr habt wahrscheinlich sehr gleich klingende Kosten mit Personal und das ist wahrscheinlich immer sehr, sehr gleich. Aber die große Variable ist dann tatsächlich wahrscheinlich nur Marketing, oder? Also ich würde sagen, ich kann es jetzt, wie es damals war, weiß ich nicht mehr, aber aktuell würde ich sagen, haben wir so zwischen 100, ich glaube 175.000 Euro Personalkosten im Monat. Ja, das kommt hin. Und je nachdem, welche Marketingkampagnen, Aktionen oder Monate wir haben, auch zwischen 150 und 250.000 Euro Marketingkosten. Krass. Dann haben wir vielleicht noch bis zu 50.000 Euro. Also Produktionskosten, weil wir natürlich immer wieder weiter neue, wir haben auch Online-Trainer-Lizenz ist eine Akademie, ich habe mittlerweile 5 Akademien in anderen Bereichen. Also Krass. Online-Trainer-Lizenz ist die größte im Fitnessbereich, aber wir haben noch andere. Und wir produzieren dann natürlich durchgängig neue Kurse. Und dann vielleicht nochmal so 50.000 Euro Sonstiges, was halt immer wieder so zusammenkommt. Ja Also gut, wir haben gute 50.000. 450.000 Euro Fix, oder was heißt Fixkosten, also kontinuierliche Kosten im Monat. Also sagen wir, das sind 500.000, dann hast du auf jeden Fall schon mal 6 Millionen Euro Fixkosten pro Jahr mittlerweile. Das heißt, du wirst wahrscheinlich jetzt keine 6 Millionen Euro Umsatz mehr machen wie in 2020. Oder zwischenzeitlich war es wahrscheinlich mal mehr. Wir haben darüber gesprochen und du hast ja auch übergeleitet, dass der Ist-Zustand jetzt weniger rosig ist als damals der Einzug der Covid-Krise. Was war denn so der Spitzenumsatz von OTL aufs Jahr gerechnet? Der Spitzenumsatz war, wir sind nicht, also 2020 war es, wie gesagt, 6, was war es denn? 6,3 bis 6,5, ich weiß nicht mehr genau, war 2020. 2021, und das war dann auch interessant zu sehen, dass viele diesen Boost nicht unbedingt halten konnten. Und wir haben auch gemerkt, okay, das geht jetzt nicht so weiter. Ja, also diese Verdoppelung und dann nochmal verdoppeln, das geht nicht. Wir sind jetzt wirklich abnormal nach oben geschossen. Und wenn man so rauszoomt, ja, und dann schaut, okay, Wachstum von 2014 bis jetzt 2021, dann ist es immer noch eine schöne gerade Linie. Und dann hast du halt so von 2020 plötzlich Diesen diese Hockeystick da. Verdopplung, wenn man den aber jetzt wegtut und wenn man sagt, okay, das ist 1,5 Millionen waren das reiner Corona-Bonus. Also das ist einfach on top als Bonus gekommen und das wieder kürzt, dann passt es auch wieder so ein bisschen in die normale Wachstumskurve mit rein. 2021 haben wir dann irgendwas, also wir sind, ich glaube 2020 waren 2, waren 6,3 Millionen und 2021 waren es dann 6,7, 6,8 Millionen. Wir warten jetzt gerade noch auf den Jahresabschluss, also so genau kenne ich die Zahlen noch nicht. Also die endgültigen, ich weiß, dass es irgendwas
mit 6,7, 6,8 Millionen waren. Mhm. Und dieses Jahr, also das heißt von 2020 und 2021, konnten wir das Plateau schön halten. Wir haben sehr, sehr, sehr viel reinvestiert. Aber nochmal so krass gewachsen sind wir nicht. Aber wir haben immer noch leichten Wachstum drin gehabt. Natürlich die ganzen Lockdown-Effekte und Corona-Maßnahmen sind natürlich zurückgegangen. Aber wir haben natürlich in 2020 auch sehr, sehr, sehr viel reinvestiert, sodass wir trotzdem natürlich unsere ganze Bekanntheit und den Markt ausbauen konnten, um dann 2021 auch kontinuierlich weiter solche Umsätze reinzuholen. Und jetzt 2022, wie ich vorher schon gesagt habe, jetzt können wir leider nicht mehr zu den Gewinnern. Damals waren wir als Online-E-Commerce und Remote und Digital und so weiter, haben natürlich sehr davon profitiert. Jetzt aktuell ist das große Problem die Inflation. Ja, teilweise wirklich, dass auch unserer Zielgruppe, unseren Kunden so ein bisschen jetzt das Geld ausgeht. Okay. Und dazu vielleicht Hintergrund, wir sind eine Akademie. Wir haben in den letzten Jahren, also quasi unsere ursprüngliche Zielgruppe sind Leute, die sich als Fitnesstrainer ausbilden lassen wollen, Ernährungsberater, Personal Trainer, Yoga Trainer, Pilates Trainer und so weiter und so fort, um damit dann auch arbeiten zu können und ihr Geld damit zu verdienen. Das war so, das ist der Grundgedanke oder die Grundzielgruppe. Jetzt hat sich in den letzten Jahren aber auch etwas sehr Positives in Social Media, eine der wenigsten Sachen, die sich positiv in Social Media entwickelt haben, und zwar Persönlichkeitsentwicklung. Ja, dass immer mehr Leute auf Social Media, schau, dieses Buch lese ich gerade oder ich bin gerade hier bei Dirk Kräuter auf dem Seminar oder irgendwo bei der Mastermind hier oder schau mal, diesen Online-Kurs mache ich und so weiter. Das ist ja ein sehr positiver Social Media Trend eigentlich, ja, dass man mehr über Persönlichkeitsentwicklung und auch Micha und Patrick mehr so in ganz andere Bereiche Persönlichkeitsentwicklung, gibt es da die Coaches und so weiter. Und wir haben dann gemerkt, dass bei uns immer mehr Leute gekommen sind, die Personal Trainer Ausbildung gemacht haben, die Ernährungsberater Ausbildung gemacht haben, für sich selbst. Aus reiner Persönlichkeitsentwicklung. Einfach nur, ja, bevor ich jetzt mir irgendwelche YouTube-Videos anschaue oder irgendwelche Bücher lese, dann bilde ich mich doch als Fitnesstrainer aus, Ernährungsberater aus und bin mein eigener Fitnesstrainer, bin mein eigener Ernährungsberater und weiß genau, wie das Ganze funktioniert. Und das hat sich in den letzten Jahren so weit entwickelt, dass wir erst 50-50, also 50% der Kunden, also irgendwann ist das bis zu 50% der Kunden angewachsen und sogar leicht mehr gewesen. Also wir hatten 60% Persönlichkeitsentwicklungskunden, die kein Geld damit verdienen wollen und 40%, die damit wirklich dann aktiv in das Krass. Berufsleben einsteigen wollen. 2020 kam natürlich auch noch dazu. Lockdown hat natürlich auch die ganzen Gyms betroffen. Das heißt, 2020 war jetzt nicht unbedingt das beste Jahr für einen Fitnesstrainer, um einen Job zu finden. Ja, und da, gerade Klar. da sind auch die Persönlichkeitsentwicklungsleute mehr geworden. So, und jetzt dreht sich das halt wieder ein bisschen um, weil jetzt die Persönlichkeitsentwicklungsleute, Inflation, ja, Mietnachzahlungen, Heizkosten, Gaskosten, generell die normalen ja, Ausgaben, die man so hat, Nahrungsmittel sind teurer geworden, Benzin Anfang des Jahres, und es hat sich ja so ein bisschen alles jetzt aufgespitzt, sodass die natürlich zweimal drüber nachdenken, naja, jetzt einen Online-Kurs für Ernährung, für Fitness, für 5, 6, 7, 800 Euro muss jetzt nicht unbedingt sein. So. Das heißt, wir hatten plötzlich jetzt, als erstes Quartal ist noch, oder Anfang erstes Quartal ist noch sehr, sehr gut gelaufen. Und dann Ukraine-Krieg, dann Inflation, das hat man dann schon so am Ende des ersten Quartals gemerkt. Und Anfang des zweiten oder zweiter Quartal war richtig schlecht, also es ist wirklich richtig schlecht geworden. Bis zu jetzt im Juli hatten wir 50% Einbruch unserer Zahlen, was Krass. aber nur so ein kleiner Schock war. Das hat sich dann bis Ende Juli dann wieder so ein bisschen auf minus 35%. Also wir vergleichen immer mit dem Vorjahresmonat. Also Juli 22 verglichen mit Juli 21. Juni 22 mit Juli 21. Und das ist 50% quasi Anfang Juli eingebrochen. Das war quasi so der Tiefpunkt. Und warum? Weil dann zu der Inflation noch der zweite große Problem, und das betrifft jetzt alle im E-Commerce, die online ihr Geld verdienen, Sommerloch. Sommerloch haben wir jedes Jahr. Das ist nichts Neues. Ja, im Sommer, das heißt Juli, August, da sind alle in Ferien, Urlaub, da geben die Geld dafür aus, das Wetter ist gut, man ist draußen, man ist nicht so viel zu Hause, online und erreichbar. Das heißt, das ist nichts Neues. Aber jetzt haben wir dieses Jahr das Sommerloch der Sommerlöcher nach 2 Jahren Covid. Das heißt, Stimmt. jetzt ist das erste Mal, wo du einigermaßen ungehindert, also du kanntest auch die letzten Jahre reisen, das war kein Problem, es war nur etwas, ich bin ja auch
letzten 2 Jahre ständig um die Welt gereist. Du musst dann natürlich, also ich weiß nicht, ich habe bestimmt über 100 PCR-Tests schon gemacht. Du musst halt PCR-Tests und Impfausweis und Einreise und Quarantäne und so weiter. Das war schon kompliziert. Und jetzt ist das jetzt nach 2 Jahren der erste Sommer, wo nichts mehr darf. Also ich bin jetzt gestern nach Thailand gekommen, vorgestern. Brauchst nichts mehr. Ne? Gar nichts. Und Thailand war relativ streng. Das heißt, jetzt holen natürlich extrem viele Leute ihre letzten 2 Jahre nach. Ne? Wir kommen 2 Jahre nicht ins Ausland, kein Urlaub. Und jetzt holen die das nach. Plus noch dazu Inflation, die, ich weiß nicht, ob du mal aktuell so ein bisschen die Flugpreise gesehen hast, die sind absolut krank geworden. Also das ist, ich habe auch jetzt hier Freunde, ja, komm nicht in Kopenhagen besuchen, ich bin jetzt hier 6 Wochen und so. Und dann haben die nach Flügen gesucht und ja, ich weiß nicht, so, ist uns zu teuer. Also, was teuer, ist doch nicht teuer, nach Thailand zu fliegen. Und dann habe ich selbst geschaut und also, ein Economy-Flug nach Thailand hast du früher, also mit früher meine ich 2019, für 5, 6, 700 € bekommen. Und jetzt hast du eigentlich, also wenn du unter 1.000 € was findest, dann ist das, dann hast du Glück und dann ist es ein Flug, wo du erstmal noch 36 Stunden über die ganze Welt verteilt herumfliegst und 5 Zwischenstopp hast, bis du dann in Thailand ankommst. Wenn du einen guten Flug nach Thailand haben willst, dann bist du auf jeden Fall 1.000 € los. Economy, das ist richtig krass. Oder nach Bali habe ich jetzt gestern gehört, ein Freund wollte hinfliegen, unter 1.200 kriegst du nichts mehr. Was Also auch eh die noch relativ Flugpreise. günstig ist. Wir haben kürzlich unsere Flüge nach Dubai und Abu Dhabi gebucht und wir haben für 2 Personen Hin- und Rückflug 1.900 € bezahlt. Das ist schon, das ist Eko. krass. Das ist richtig krass. Also, so, und das kommt halt auch dazu. Ja? Also, Ja. Sommerloch der Sommerlöcher, extrem, ich meine, Hitze, extreme Hitze da draußen. Alle wollen jetzt, müssen jetzt ihren Urlaub nachholen. Der ist auch noch ultra teuer. Und Klar. jetzt haben wir den Käse hier bei uns. Ja, Mit das ist. 50% Einbruch. Weil genau diese 60% davon, die als Personal Trainer, Ernährungsberater, Fitnesstrainer arbeiten wollen, die machen es trotzdem. Weil die wissen ja, Ja, das ist klar. jetzt ein Investment in mich selber und dann arbeite ich und dann verdiene ich Geld und dann ist es wieder ausgeglichen. Aber die Persönlichkeitsentwicklungsleute sind halt ziemlich weggebrochen. Das war im Juli sehr, sehr schlimm. Wie gesagt, wenn du dann plötzlich 50% Einbruch hast und du hast eine halbe Million Fixkosten im Monat. Wir haben natürlich sehr gut gewirtschaftet in den letzten Jahren. Wir haben auch nie mal alles rausgezogen. Wir haben immer einen Teil immer drin behalten und Matthias Gewinnvortrag und so weiter, um eben gerade ein finanzielles Polster dafür aufzubauen. Zweimal unser Ziel, dass wir immer im Worst Case 3 Monate lang unsere Personalkosten bezahlen können. So viel muss immer mindestens irgendwo auf einem Konto herumliegen, um im Worst Case darauf zugreifen zu können. Ich habe auch das Konto habe ich auch noch ein bisschen aufgebaut, indem ich 2020 dann im Corona-Crash mit der Firma noch in Aktien investiert habe. Und da Sehr haben gut. wir, ich glaube, eine halbe Million investiert und haben 400.000 € Gewinn dann rausgezogen letztes Jahr. Also es war richtig Sehr gut. heftig. Also da haben wir nochmal gutes Polster aufgebaut. Aber das Polster hat halt schon ein bisschen gelitten durch Q2. Ja, da sind dann auch schon so ein bisschen die, also es hat sich ja so ein bisschen vorbereitet. Also jetzt Juli ist, wie gesagt, der Tiefpunkt gewesen. Anfang Juli und dann haben wir uns bis Ende Juli auf minus 30%, glaube ich, wieder verbessert. Und jetzt der August läuft auch schon wieder besser als der Juli. Also ich denke, wir haben hoffentlich das Schlimmste hinter uns. Also auch jetzt, August dürfte vielleicht sogar schon wieder positiv werden. Und mal schauen, keine Ahnung, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber der August ist zumindest schon mal gut angelaufen und wir haben nicht mehr so Panik. Also wir hatten wirklich, also ich hatte teilweise schon ein bisschen Panik Anfang Juli, weil Glaube wenn, ich, ja. du weißt ja nicht, wie lange geht das Ganze noch so weiter. Also wird die Inflation noch heftiger, kommen noch mehr Nachzahlungen, eskaliert der Krieg in der Ukraine noch mehr, dreht Putin komplett durch, dreht er komplett den Gashahn ab. So wird das jetzt bis Ende des Jahres so weitergehen, weil dann mit 50% Einbruch, da überleben wir nicht mehr lange. Und ich will auch nicht meine Mitarbeiter alle wieder kündigen müssen. Und dann haben wir so verschiedene, ja, wir waren dann im richtigen Krisenmodus. Und das ist auch wieder gut. Also jetzt im Nachhinein auch wieder, also damals war wirklich, also damals, also die letzten 2 Wochen waren, 2 Monate waren sehr intensiv und sehr heftig. Ja, Und das glaube ich. sehr stressig. Aber jetzt, 2 Monate später haben wir auch wieder sehr viele geile Goldnuggets bei uns im Unternehmen gefunden, wo wir auch, wir haben teilweise unsere Strategie um 180 Grad nochmal angepasst und geändert. Wir haben unseren Fokus nochmal verändert. Wir haben so ein bisschen 80-20 angewendet, haben viele Sachen beendet, die einfach Quatsch sind, haben geschaut, okay, wo sind wir am effektivsten? Wo können wir noch effektiver werden? Wo können wir effizienter werden? Wo können wir unnötige Kosten einsparen? Haben dann auch verschiedene Kosten zurückgeschraubt. Ich habe dann so ein Drei-Phasen-Modell mit meinem Management entworfen. Erste Phase ist quasi so alle unnötigen Kosten, die du hast. Das muss jetzt nicht sein. Die ganzen Benefits, die ganzen
Ja, unnötige Sachen. Es ist nichts unnötig, aber alles so Nice-to-Have-Sachen, die haben wir erstmal gecuttet. Phase 2 ist dann, wo wir dann schon wirklich etwas mehr ins Unternehmensgeschehen eingreifen müssen, Marketingbudgets nochmal überdenken müssen. Gerade Phase 2 haben wir auch angewendet. Das heißt, wir haben zum Beispiel unsere Branding-Ausgaben massiv zurückgefahren, weil Branding musst du jetzt nicht unbedingt. Branding ist da, wo du mit der Shotgun nach außen schießt und gar nicht wirklich schauen kannst, okay, kommt da jetzt wirklich. Direkt was Beim zurück, ja. PPC weiß ich, da gebe ich 1 € raus und da kommen 7 € zurück, wenn es gut läuft. Ja. Beim Branding gebe ich 1 € raus und bekomme nichts zurück, weil du es nicht tracken kannst und du Ja. nicht weißt, ob das gut ankommt. Das heißt, sowas haben wir dann auch gecuttet. Das sind auch gute 50.000 € im Monat. Und Phase 3 ist dann, wo wir sagen, hey, jetzt haben wir schon alles reduziert. Jetzt haben wir schon, Marketing können wir nicht. Also irgendwo, wir können uns ja auch nicht tot kaputt sparen, weil irgendwann geht es ja wieder auf. Also wir müssen ja Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. Und dann müssen wir halt die Mitarbeiter kündigen. Und dann, das ist so das, was ich auf jeden Fall vermeiden möchte. Ja. Und bis jetzt schaut es gut aus, dass wir da auch drum herum kommen. Weil die Mitarbeiter, die ich habe, die sind alle zu Recht bei uns, ne? Weil sie alle gut sind. Wir haben nur gute Ja. Mitarbeiter. Ja. Und vielleicht, dann fängt man an, so zu überlegen, okay, welcher Mitarbeiter ist der Beste, welcher der Schlechteste, wer verdient am meisten Geld, am wenigsten Geld. Und das sind schon so Sachen, das macht dann auch nicht mehr Spaß und das ist dann auch schon ein bisschen eklig und auch traurig. Ja, so läuft es aktuell gerade. Das sind natürlich harte Zeiten, aber ich glaube, da muss man einfach durch. Und jetzt würde ich gerne zwei Themen noch mit dir besprechen, nämlich Unit Economics bei OTL. Also, wie viel zahlt ihr denn konkret für einen Kunden, wenn du das sagen kannst? Ihr seid eh Marktführer, also ich glaube, das wird euch jetzt niemand klauen. Das kann ich, also ich würde sagen, wenn ich es wüsste, erstmal weiß ich Ja. es gerade nicht so genau, weil ich gar nicht mehr so tief in den Zahlen drin bin. Dazu Okay. auch noch, ich bin ja nicht mehr Geschäftsführer, ich bin Ende des Jahres als Geschäftsführer zurückgetreten, ich bin Ah, jetzt ja. stellvertretender Geschäftsführer. Dazu können wir vielleicht auch noch kurz sprechen, weil das auch noch ein ganz großer Schritt jetzt ja, in meine Karriere war. Aber wir haben ja, wie ich vorher schon gesagt habe, mehrere verschiedene Akademien mit mehreren verschiedenen Produkten. Das heißt, mehrere verschiedene Kundengruppen, wo ich eigentlich gar nicht sagen kann, wie viel Euro wir genau für wen ausgeben. Okay. Aber wenn du sagst, so ein Kurs kostet irgendwie 5, 6, 7, 800 Euro, den man jetzt bei euch erwerben kann, dann ist es ja jetzt mal verglichen mit anderen Bildungsträgern, die ich so kenne, eigentlich noch relativ vertretbar vom Preis. Also da kenne ich schon Angebote, die Ja. hängen da vielleicht eine Null hinten dran und Ja, ist auf jeden ziemlich Fall. problemlos. Also wir haben angefangen als die günstigsten im Markt, weil wir Ja. die ersten mit online waren und weil wir natürlich erstmal Klar. die Leute überzeugen müssen, dass es online auch funktioniert. Und da hat vielleicht, ich glaube, dass die B-Lizenz mal 400, also 500 Euro gekostet hat, 497 oder sowas. Die magische Marketing-7 am Ende. Mittlerweile kostet sie 750 Euro. Und jetzt sind wir irgendwo im Mittelfeld. Wir sind nicht mehr die günstigsten, brauchen wir nicht mehr sein. Wir wollen aber auch nicht unbedingt die teuersten sein. Wir sind im Mittelfeld, 750 Euro. Wir haben aber auch Kombipakete oder größere Kurse, die kosten dann bis zu 2000 Euro tatsächlich. Okay. Das Diplom zum Beispiel. Fitnesstrainer B-Lizenz, A-Lizenz, Personal Trainer und Ernährungsberater. Das alles, diese 4 Ausbildungen in einem Fitnessdiplom zusammengepackt, das kostet so um die 2000 Euro. Ja. Und wir haben aber auch Interessant. andere Akademien, also zum Beispiel ist jetzt die Fitnessakademie. Auch ganz interessant. 2018 oder 2017 schon, haben wir gedacht, hey, das funktioniert. Geil. Ja, Online-Akademie, Online-Kurse, Weiterbildungen. Aber warum nur in der Fitnessbranche? Komm, lass uns doch mal auch in andere Branchen reinschauen. Und dann haben wir ganz viele andere Akademien aufgebaut. Eine Hygieneakademie, das ist eine Hygieneschule, wo du dich zum Hygienebeauftragten ausbilden lassen kannst, in der Pharmazie, Krass. Lebensmittel und Pharmazie, Lebensmittel- und Pflegebranche. Das sind drei unterschiedliche Ausbildungen. Wir haben eine Qualitätsmanagement-Schule gemacht, wo du dich zum Qualitätsmanagement. Das sind alles so Sachen, wir brauchen auch einen Qualitätsmanagement intern, den mussten wir ausbilden und diese Ausbildung mit dem Klar. zusammen haben wir dann digitalisiert. Also Qualitätsmanagement-Beauftragter. Dann haben wir eine Software-Testing-Schule gegründet. Das sind ITler, Software-Tester, also ganz, 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 ganz spitz. Das sind Software-Tester, die Software, programmierte Software testen müssen. Eine ADA-Schule, den Ausbilderschein haben wir digitalisiert. Eine Sicherheitsschule, also ein Security-Schein, Paragraph 34a, der Sicherheitsschein, wenn du irgendwo in der Sicherheitsbranche als Türsteher oder Pförtner oder Bodyguard oder sonst was arbeiten möchtest.
Und danach ein paar andere, die aber nicht so richtig funktioniert haben. Ich habe mal eine Online-Taxischule gemacht und ich habe die Berliner Taxiszene digitalisiert und online gebracht als Online-Kurs, aber das hat nicht so funktioniert. Ich glaube, auch eine schwierige Zielgruppe, Weil, oder? Taxifahrer. richtig, das ist so, also es ist wirklich so, das war auch ganz interessant. Also es hat schon so Anklang gefunden, aber dann. Ich meine, schau dir mal die typischen Berliner Taxifahrer an. Dann haben wir sehr, sehr viele Anfragen bekommen, ob wir das auch auf Arabisch oder auf Türkisch anbieten. Dann haben wir das teilweise auch übersetzt. Aber dann mussten wir natürlich dann brauchst du auch einen Kundenservice, der plötzlich Arabisch und Türkisch kann. Und das, also der ganze Rattenschwanz haben wir gesagt, ey, das Es lohnt sich funktioniert einfach nicht. nicht, ja. Und es waren auch alles ältere Herren, die dann auch mit dem Internet nicht ganz so klar gekommen. Also das war einfach sehr, sehr kompliziert. Das haben wir dann auch wieder sein lassen. Das ist so ein gutes Beispiel, was mal nicht funktioniert hat. Um nochmal ganz kurz jetzt zurückzukommen, diese Kurse, also Hygienebeauftragter zum Beispiel, kostet 1500 Euro. Ne? Pharmazieunternehmen, die zahlen das so, das ist denen völlig egal und das ist normal Standard, dass sie 2500 bis 2500 Euro kosten. Auch ein Online-Kurs, ja, richtig geil. Aber zum Beispiel, ich glaube, das günstigste ist dann der Sicherheitsschein für 150 Euro. Okay, so Oder der günstig. Aderschein für 200, ich glaube 250 Euro. Sicherheitsschein bei Aha. 150 Euro, das ist nur eine Vorbereitung, weil du musst zur IHK gehen und dann dort deine Abschlussprüfung machen. Aber um dich auf diese Abschlussprüfung vorzubereiten, machst du bei Brauchst du uns den Wissen? Vorbereitungskurs. Genau. Also, wie gesagt, jede Akademie hat andere Kundengruppe, hat andere Preise, deswegen kann ich das so gar nicht beantworten. Ja, aber trotzdem sehr, sehr cool, dass du das am Anfang schon diversifiziert hast, weil du gesagt hast, hey, wenn das Ja. System als solches funktioniert, dann kann ich es kopieren. Und das, also wir haben die Akademie aufgebaut, aber nie wirklich den Fokus drauf gehabt. Fokus war immer Fitness. Da kommen wir her, auch alle unsere Mitarbeiter, Fitness, Ernährung, damit können wir uns identifizieren. Die Marketer ist für die Marketer auch ganz, ganz schwer, plötzlich, okay, heute vermarkte ich einen Ernährungskurs, morgen vermarkte ich plötzlich einen Software-Tester-Kurs und dann noch einen Sicherheitsschein und dann am Freitag mache ich noch den Qualitätsmanagement. Die müssen ja überall immer reindenken in die Zielgruppe und das war für die richtig schwer. Klar. Und das haben wir dann auch gemerkt, haben gesagt, okay, wir haben das gemacht. Wir machen so Grundsachen, SEO, SEA bauen wir auf und dann lassen wir das so, das dümpelt vor sich hin. Fokus ist aber Fitness, back to the roots, hier geben wir Gas. Und das war letztes Gute natürlich auch in Corona. Corona plötzlich. Jeder hat einen, jedes Unternehmen, jeder Betrieb hat plötzlich den Fokus auf Hygiene legen müssen. Und auch unsere Hygieneschule hat sich verzehnfacht in den ersten Monaten. Das war richtig krass. Also da Glaube ich ist ja. richtig, richtig die Post abgegangen. Und plötzlich musstest du ja vor jedem Supermarkt irgendeinen Security-Typen stehen haben, der darauf achtet, dass du deine Maske trägst oder deine Hände desinfizierst. Das heißt, plötzlich sind natürlich auch die Sicherheitsscheine bei uns nach oben geschossen. Also das war eigentlich ganz gut dafür. Und auch jetzt gerade in der aktuellen Phase, wo wir merken, dass so ein bisschen eine Persönlichkeitsentwicklung nachlässt, merken wir aber, dass im B2B-Bereich, also die anderen Akademien sind eigentlich alle im B2B-Bereich, dass da noch nichts eingebrochen ist. Also ich glaube, und ich bin auch mit anderen in B2B-Akademien im Austausch, das kommt noch, das kommt jetzt in der zweiten Jahreshälfte, im letzten Quartal wird wahrscheinlich auch B2B sehr darunter leiden unter der aktuellen Lage, jetzt im Moment noch nicht. Und ich glaube aber, dass B2C sich dann wieder bis Ende des Jahres hoffentlich gebessert hat. Und sich das also ein bisschen wieder ausgleicht. Das heißt, wir sind halt diversifiziert in B2C und B2B. Das heißt, wenn Ja. B2B leidet, dann ist B2C oben und wenn B2C leidet, ist B2B oben. Das ist eigentlich ganz gut. Sehr, sehr interessant. Jetzt, ja, also so eine Frage aus Business Development Perspektive heraus. Warum bietet ihr denn eure Fitnesskomponente nicht auch für Unternehmen an? Weil ich kenne jemanden bei uns, der ist aus der Nähe Fürstenfeldbruck, wo du ja auch gewesen bist, und der hat zum Beispiel sehr, sehr viel betriebliche Gesundheitsvorsorge gemacht. Und man könnte doch eure Produkte im Grunde einfach nehmen, bisschen ummünzen, bisschen Rebranding betreiben und das Ganze einfach an Unternehmen verkaufen, weil es gibt in Deutschland ganz spezielle Fördermaßnahmen, die steuerlich zu 100% vergünstigt werden, dass bis zu 900 Euro pro Also, es ist immer mal konservativ 900 Euro pro Jahr für betriebliche Gesundheitsvorsorge pro Mitarbeiter steuerfrei vergütet werden. Und diese 900 Euro werden sowieso im Rahmen der Lohnnebenkosten bezahlt. Die Frage ist nur, wohin fließt das Geld? Fließt es quasi in meinen eigenen Personalstamm und damit auch in die Nachhaltigkeit bei Gesundheitsförderung oder fließt es zum Finanzamt? Gibt es da einen Grund oder war das bisher einfach bei euch noch nicht auf dem Schirm, dass ihr das weiter forcieren konntet?
Teils, teils. Teilweise war es nicht auf dem Schirm. Teilweise ist es aber auch nicht so einfach machbar, weil ich glaube, zum Beispiel im Yoga-Bereich haben wir uns sehr damit auseinandergesetzt, weil es rein online ist und du rein online das nicht übernehmen konntest oder es nicht förderfähig war. Ja, sind so ein bisschen die Probleme. Aber wir haben jetzt auch nicht wirklich da den Fokus drauf. Das ist ein guter Hinweis. Ich werde gleich im Anschluss mit meinem Geschäftsführer darüber sprechen. Macht das unbedingt, weil ich kenne diese Konzepte mit betrieblicher Gesundheitsvorsorge, die funktionieren 100% online und die werden sogar von den Krankenkassen zum Teil mitbezahlt. Also nicht nur, dass sie steuerlich begünstigt werden, sondern dass sie auch von den Krankenkassen, vor allem von den nicht privaten, also von den kassenärztlichen Versicherungen Schreib es dann mir gleich mal mitgetragen. auf. Ja, macht das gerne, weil Was ist das Stichwort dafür? Wie hast du es gerade genannt? steuerliche Begünstigung im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge. Ich könnte dir auch gerne Kontakt herstellen, wenn du möchtest, die das quasi als Dienstleistung mit anbieten, dass ihr euch zumindest mal unterhalten könnt. Ich glaube, ableiten kannst du es ja dann selber mit deinem Team, was du dann konkret brauchst. Und dann noch, genau, das andere ist die betriebliche Gesundheitsvorsorge, wo wirklich der Arbeitgeber die Förderung bekommt. Und da gibt es ein Stichwort, die Firma heißt oder hieß früher Profession Fit und der Gründer heißt Bernhard Schindler. Der macht mittlerweile The Grow, das ist so ein Unternehmernetzwerk in Dach. Schau dir das auf jeden Fall mal an, weil du würdest dir wahrscheinlich extrem viel Opportunitäten einfach selbst verschließen, wenn du den Markt nicht mitnimmst. Weil ich kenne so viele, die diese 900 Euro, die sie sowieso an Lohnnebenkosten haben, einfach in ihre Mitarbeiter investieren. Und ob die 900 Euro jetzt beim Finanzamt landen oder bei dir, ich glaube, das ist keine Diskussion wert. Das ist gut, ja. Super Hinweis. Werde ich auf jeden Fall mir anschauen. Cool, Danke. sehr, sehr gerne. Was sind denn jetzt aktuell vor allem für dich, weil du ja mal angesprochen hast, hey, da gab es einen Change in der Geschäftsführung, du bist nur noch quasi nachrangiger Geschäftsführer, Co-Geschäftsführer. Genau. Ich glaube, du hast damit auch diesen Rollenwechsel vollzogen. Du hast vorher aus Rich Dad Poor Dad vollzogen, du bist jetzt nicht mehr der Unternehmer, sondern jetzt bist du, glaube ich, eher der Investor, weil du nur noch auf strategischer Ebene mitwirkst, aber operativ fast nichts Genau. mehr zu tun hast, oder? Genau so ist das. Ich habe Hotel gegründet, aufgebaut, mit Sven zusammen. Anfang war er ja auch noch mit als Geschäftsführer, weil wir gesagt haben, wir machen alles 50-50. Aber dann ist er auch zurückgetreten und ich war die letzten 3 Jahre allein Geschäftsführer. Und das ist bei 60 Mitarbeitern komplett remote natürlich auch nicht ganz so einfach. Ich habe dann mir eine Management-Ebene aufgebaut. Ich hatte dann Abteilungsleiter, die dann für die Abteilungen zuständig waren. Und ich habe mich dann mehr auf die Abteilungsleiter konzentriert. Und habe aber dann Ende letzten Jahres dann gemerkt, das ist doch alles schon sehr, sehr viel. Also auch mit meinem Lifestyle, herumreisen. Ich habe vorher angesprochen, hier, ich bin jetzt in Thailand, in Koh Phangan, in meiner Villa, die ich mir gebaut habe, mit Mischa zusammen. Wir haben uns eine schöne große Villa auf Koh Phangan gebaut. Und Geil. 2019 haben wir damit angefangen. Und letztes Jahr ist sie fertig geworden. Und sind wir dann hier eingezogen. Ich lebe auf einem Katamaran 3 bis 4 Monate im Jahr, segle ich durchs Mittelmeer. Ende diesen Jahres segeln wir in die Karibik sogar mit dem Katamaran. Cool. Ich lebe 2 Monate im Jahr in Zypern. Und ansonsten die paar wenigen Wochen, Monate dazwischen reise ich noch herum. Das war mit meinem Lifestyle dann irgendwann auch nicht mehr so ganz zu vereinbaren, weil ich einfach natürlich viel andere Sachen auch zu tun hatte und auch hier mit die Villa hat sehr viel Zeit beansprucht. Ich habe mich um das alles gekümmert, habe auch sehr viel selbst noch mit verwirklicht. Das ganze Katamaran-Business ich habe dann ein richtiges Business damit aufgebaut, ein Katamaran-Charter Unternehmen, wo dann auch die Katamarane dann verchartert werden. Und habe generell auch als Investor in anderen Startups bin ich investiert und habe dort meine regelmäßigen Gesellschafter-Calls. Also es ist dann alles relativ viel geworden. Freizeit wollte ich natürlich auch noch machen. Meine Freundin braucht auch ein bisschen Zeit von mir. Also das ist alles nicht mehr so wirklich vereinbar gewesen. Und ich habe gemerkt, dass das mich schon sehr, sehr stresst und ich sehr, ja, dass ich einfach auch gar nicht dazu komme, das Leben, was ich mir aufgebaut habe, zu genießen. Weil das gehört ja auch natürlich auch dazu. Und hat dann so eine kleine Sinnkrise Ende letzten Jahres und habe dann gemerkt, okay, geht nicht mehr. Ich muss zurücktreten, weil ich musste mir noch eingestehen, dass es für mein eigenes Unternehmen, für OTL, ist es nicht mehr gut, nicht mehr gesund, wenn ich deren Geschäftsführer bin, weil ich einfach nicht mehr den vollen Fokus drauf habe. Und auch für mich ist es nicht mehr gut, wenn ich Geschäftsführer bin, weil ich einfach ja zu Dein eigenes viel zu Leben tun habe. vernachlässigst, ja. Genau richtig. Und das war natürlich kein einfacher Schritt, ne, weil das halt so mein Baby ist und meine Mitarbeiter und meine Vision, meine Idee ja, ich mich damit auch sehr identifiziere. Habe aber das so ein bisschen dann ein paar Tage
Relativ kurzfristig eigentlich. Also wenn ich so, ich bin immer, ich treffe sehr schnelle Entscheidungen. Wenn ich irgendwas im Kopf habe, dann wird das so schnell wie möglich durchdacht und dann entschieden. Und dann habe ich einen meiner Abteilungsleiter zum Geschäftsführer ernannt. Erstmal zum stellvertretenden Geschäftsführer. Ich war noch Geschäftsführer, er stellvertretender Geschäftsführer gewesen für einen Übergangszeitraum von 2 bis 3 Monaten. Und dann haben wir geswitcht Anfang diesen Jahres. Seit Februar diesen Jahres bin ich nicht mehr der Geschäftsführer. Ich bin jetzt der Zweite, der stellvertretende Geschäftsführer. Offiziell nach außen gibt es ja nur Geschäftsführer, da gibt es nicht Erster und Zweiter Doch, und es gibt halt noch stellvertretender die Möglichkeit, Geschäftsführer. dass du einen Prokuristen machst, aber wenn du de facto Ja. Geschäftsführer bist, dann bist du immer Geschäftsführer. Und dann gibt es halt Genau, nur noch die also verschiedenen Prinzipien, der Alleinvertretende oder das Vier-Augen-Prinzip, dass du quasi nur im Gleichklang, da gibt es verschiedene genau. Ausformungen. Ja. Also wir sind beide natürlich alleine vertretend Ja. und nach außen hat OTL 2 Geschäftsführer, er Ja. und ich, aber nach innen hin ist er der Geschäftsführer und ich bin der stellvertretende Geschäftsführer und ich habe sehr, 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 sehr viel abgeben können und das ist jetzt sehr, sehr gut. Also es fühlt sich richtig gut an. Ich habe meine Arbeitszeit enorm reduzieren können. Wie du vorher schon gesagt hast, im Operativen, also als Geschäftsführer hast du eh nicht viel operativ, aber trotzdem operative Geschäftsführertätigkeiten, die ein Geschäftsführer so machen muss. Ja. Das ist alles weggefallen. Und ich bin jetzt eigentlich nur noch strategisch da. Ich bin der Gesellschafter. Ich habe eine beratende Funktion. Auf dem Papier bin ich noch stellvertretender Geschäftsführer. Mal schauen, ob ich das noch lange bleibe. Mal gucken, aber meine eigentliche wirkliche Aufgabe ist es jetzt beratend, dem neuen Geschäftsführer, dem Daniel, zur Seite zu stehen, so ein bisschen sein Mentor zu sein, auch noch unseren Abteilungsleitern zur Seite zu stehen, da in den Strategy Calls dabei zu sein, in den Abteilungsleiter Calls und ja, mehr mache ich da jetzt eigentlich auch nicht mehr. So, und Aber ist doch das ist eine richtig schöne geil. Also Evolution, oder? das ist super. Ich arbeite auch jetzt nur noch Montag, Mittwoch und Freitag. Deswegen ist auch Ja. gut, dass jetzt Mittwoch ist, weil das ist auch Ja. Arbeit. Also das sehe ich auch alles als Arbeit an. Also für mich Ja. ist Arbeit am Laptop sitzen, am Computer sitzen und irgendwas Dinge tun. Ob das jetzt Ja. OTL ist, ob das jetzt meine Gesellschaften sind, wo ich als Investor mit reingegangen bin, oder ob das irgendwie mein Villa-Projekt, mein Katamaran-Projekt oder sonst was ist. Das ist Montag, Mittwoch, Freitag. Und die anderen Tage habe ich frei. Und da mache ich wirklich Was du willst. Freizeit. Da mache ich, was ich will. Da bin ich schlecht erreichbar und hier auf Kopangan bin ich in der Sauna, im Eisbad, im Gym, bei der Massage, am Strand, am Wandern, am E-Foilen, am Surfen, am Freunde treffen, am Insel erkunden oder sonst was. Naja, Und dann chillen. man sagt auch immer 10 Jahre für den Rest deines Lebens und du hast diese 10 Jahre jetzt, glaube ich, gut Ja. rumgebracht und jetzt hast du halt einfach die Freiheit, auch wenn es mit gewissen Hindernissen immer wieder gekennzeichnet ist, jetzt diese Krise und so weiter, es gehört immer noch dazu. Aber ich glaube, dass du, das heißt, ich glaube, du hast es dir definitiv verdient. Und wenn du jetzt das ist so ein Tipp, das bekomme ich mal von meinem Coach mit, wenn du jetzt einfach die dümmsten Entscheidungen nicht triffst oder dich quasi dagegen entscheidest, die dümmsten Dinge zu tun, dann hast du schon alles gewonnen. Mach einfach keine dummen Fehler und dann wirst du sehr viel von dem, was du aktuell hast, konservieren können. Und das ist natürlich lauter High-Risk-Sachen die ganze Zeit machst, sowohl was deine Physiologie angeht, als auch was dein Business angeht. Ich glaube, dann könntest du das sehr schnell wieder verspielen, aber dafür bist du wahrscheinlich auch etwas zu Vernunft gekennzeichnet und zu Ja, rational, als dass du das tun würdest. mittlerweile schon. Mittlerweile, da gab es auch andere Zeiten, oder? Ja, aber gerade jetzt, also auch wenn ich mich da sehr zurückgenommen habe, trotzdem die letzten paar Wochen jetzt in der Krise, es war schon auch sehr intensiv. Da bin ich natürlich wieder viel, also ich muss zugeben, jetzt bin ich in Kopangan, jetzt werde ich wieder so ein bisschen mehr diese 3-Tage-Rhythmus mir aneignen, aber die letzten Wochen, da habe ich eigentlich jeden Tag gearbeitet. Also da hat es nicht so funktioniert. Da war natürlich überall mein Fokus benötigt und auch meine Expertise, aber wie gesagt, ich glaube, wir sind über den Berg rüber und jetzt geht es eher wieder etwas ruhiger an. Sehr gut. Ich glaube, das sind schöne abschließende Worte. Denn ich glaube, dass wir aus dem Interview extrem viel mitnehmen konnten, auch wie so eine unternehmerische Reise wirklich von Anfang an, von Selbstständigkeit hin zum finalen Schritt, nämlich des Investors, passieren kann. Von meiner Seite nochmal herzliche Gratulation. Ich habe auch Anfang des Jahres meine Geschäftsführung abgegeben im Januar Sehr an der gut. Unternehmensberatung da hinten und man arbeitet einfach anders, man denkt anders, man macht andere Dinge Ja. und vor dem Hintergrund wirklich meine herzliche Gratulation und ich werde dir noch Informationen per Mail zukommen lassen, wo ich glaube, dass euch die von Das wäre Vorteil super. sein könnten im Zusammenhang mit den vorgenannten Maßnahmen ein bisschen drüber hinaus, weil man unterstützt sich natürlich immer gerne, wenn man irgendwie so Wunderbar. gleichartige Dinge tut. Vielen Alles Dank. klar, perfekt. Ben, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und vielleicht zu späterem Zeitpunkt, wenn es Neuigkeiten bei OTL oder Ähnlichem gibt, können wir gerne einen zweiten Teil draus machen. Sehr gerne machen wir.
Perfekt. Bis dann, Ben. Ciao. Ciao, ciao.